Ahoi, ahoi an die Badeseen da draußen. Zumindest hoffe ich, dass Sie da irgendwo sind. Ich sitze im Büro, es ist heiß. Es ist wirklich heiß, deswegen wundert es mich. Es gibt immer noch Leute, die bei so einer Hitze solche Dinge hier machen. Das war der beste Spruch, den ich letzte Woche gesehen habe. Ich will ja nicht sagen, dass es heute heiß ist, aber hier waren gerade zwei Hobbits und haben einen Ring in meine Wohnung geworfen. Ich habe so gelacht. Weltklasse, als bekennender Herr der Ringe-Fan. Beste heiße Grüße aus Mittelerde. Schauen wir uns mal den DAX an. Es ist heute Freitag, der 26. Juli und wir haben rund 18 Uhr. Das war passend zum Klima eine ziemlich heiße Woche. Als allererstes die Aufklärung. Ich habe diesen Trendkanal hier verzogen. Der lief, noch in der letzten Sendung, lief er hier steiler an. Ich habe das deswegen gemacht, damit ich ihn weiter benutzen kann. Und ich habe mich dazu entschieden, und es fiel mir gar nicht so schwer, diesen Punkt als Auflagepunkt zu nehmen. Das ist die Verbindung aus dem Low und der 200-Tage-Linie. Macht für mich auf jeden Fall Sinn. Wenn man diese Linie weiterverfolgt, gibt es jetzt hier gleich ein Kuddelmuddel von einem sehr interessanten Punkt und der liegt gleich bei 12.200. Wir haben einen Doppelboden und das untere Band. Und bis Mittwoch verläuft hier dieser Mini-Trend und der lange Trend. Das trifft sich alles bei 12.200. Das ist also auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Unterstützungspunkt. Da dürfen wir auf keinen Fall drunter gehen und schließen. Mal kurz drunter schauen, ist in Ordnung, aber drunter schließen wäre nicht so schön. Das ist also auf jeden Fall für mich ein wichtigerer Punkt, sollte der gebrochen werden. Und wie gesagt, das geht bis Mittwoch, da trifft sich also alles, ist eine relativ seltene Konstellation. Dann muss ich davon ausgehen, dass wir deutlich an Terrain verlieren werden. Tja, was ist passiert? Ich bleibe ja nach wie vor skeptisch. Ich finde, der Markt hat kein Vertrauen mehr. Wir sind ja am Montag ein bisschen besser reingekommen. Machen eine super Rallye hin am Dienstag. Mittwoch dann ganz kleiner Körper. Um am Donnerstag ordentlich eins auf die Nase zu kriegen. Und daher kommt jetzt auch dieser Trend hier. Hier fängt er an. Auflagepunkt, Auflagepunkt, Auflagepunkt und nochmal drauf. Schon wichtig. Ja? Und das trifft sich halt bis Mittwoch hier an diesem Punkt von 12.200. Was diese kleinen Körper angeht, oder vielmehr die großen, werden Sie Folgendes feststellen, wann immer wir eine größere Bewegung hatten, zum Beispiel die hier hinten, war die darauf folgende Tagesbewegung sehr klein. Ist hier zu sehen, ist hier zu sehen, ist hier zu sehen, Riesenkerze und dann fast nichts passiert. Und auch heute, das waren ja gerade mal mit Mühe und Not, ich glaube 50, 60 Punkte. Ich habe es nicht ganz genau ausgerechnet, ich meine, es waren 58 Punkte. Das entspricht einer impliziten Volatilität von 8. Ja, das ist also sehr, sehr gering. Wir sind, ich hole es mal näher ran, an die 20-Tage-Linie wieder von unten ran. Also dieser Trend hat gehalten, also wir von unten an die 20-Tage-Linie ran. Das heißt, wir sind heute hier und jetzt am Freitagabend völlig neutral. Da ist nichts zu holen. Also rein vom Chart her ist da nichts zu holen. Ich habe insgesamt noch sehr enge Bänder. Das sind gerade mal 450 Punkte. Das ist Chill-Modus, aber innerhalb dieser Bänder bewegen wir uns. Wir haben jetzt auch wieder so ein kleines Doppeltop im Bereich bei 12.600. Das haben wir einmal ganz kurz gesehen für ein paar Nanosekunden. Aber das gilt, das reicht, ist auch ein Doppeltop. Das heißt, ich habe jetzt also hier die Punkte 12.620 und 11.200 bezogen auf die Schlusskurse. Was der zwischen dem Tag macht, ist echt egal. Es ist der Schlusskurs entscheidend. MACD, null. Gar nichts. Kann ich nichts mit anfangen. Die Stochastik galt als leicht überkauft, aber wirklich nur minimal und ist jetzt hier im oberen Bereich leicht am nach unten drehen. Kann ich nichts mit anfangen. Für mich sind diese Chartpunkte hier, die 12.200 und die 12.620, das sind die ausschlaggebenden Punkte und dazwischen turnt er ein bisschen hoch und runter und springt wie ein Derwisch im Kasten. Ich habe Ihnen trotzdem ein paar Scheine mitgebracht für den Fall, dass wir drüber oder drunter gehen. Wenn wir drüber gehen, über die 12.620, bietet sich aus heutiger Sicht dieser Schein hier an. Das ist einer mit der Basis 12.158. Da liegen wir also hier drunter. Nur für den Fall, dass wir das hier rausnehmen. Oder vielleicht, dass wir hier aufsetzen und Sie möchten den DAX mal nach oben spielen. 12.158, den würde ich stoppen bei 12.175. Das ist von Goldman Sachs ein Open-End-Schein mit der Kennnummer GA8. RB0. Also ich hole mir jetzt den nicht am Freitagabend rein,
das mache ich nicht, aber ich gucke mir den auf jeden Fall am Montag nochmal an. Wobei hier schon die Ansage, dieser Film ist heute mal der letzte für 2 Wochen. Ich gehe tatsächlich auch mal in Urlaub. Und die nächsten 2 Sonntage wird es keinen DAX-Film geben. Ich versuche allerdings noch bis Donnerstag Einzelwerte zu machen. Und es wurde sich auch Silber gewünscht. Also ich hoffe, ich denke dran. Schauen wir nach dem Put. Der Put muss hier oben drüber liegen, über der 12.620. Und da habe ich mich auch für den hier entschieden. Das ist ebenfalls ein Open-End-Schein. Und das ist die 12.675. Das hat die Kennnummer, das Produkt, die GM3JHZ. Der kommt für mich in Frage, entweder wenn wir hier oben sind und ich sehe, es geht nicht weiter und ich will ihn nach unten spielen, oder wenn wir diesen Punkt hier bei 12.200 unterbieten. Ich habe gehört, es soll regnen morgen. Da hätte ich mal nichts dagegen. Ansonsten wünsche ich Ihnen, diejenigen, die den DAX-Film sehen, schöne Zeit, einen schönen Sommer. Wie gesagt, in 2 Wochen melde ich mich wieder. Aber bis Donnerstag gibt es noch ein paar Einzelwerte. Also, happy trading und fette Beute. Bye, bye.